Wenn wir einmal durch die Tür durch sind, hat er gesagt, das letzte Mal. 10 mentale Widerstandskraft. Dabei. Gekauft. Wenn wir einmal durch die Tür durch sind, gibt es kein Zurück mehr. War die Tür abschließen und den Schlüssel wegwerfen immer der Plan B der Templer. Die Magier sind also alle eingesperrt? Ein passendes Ende. Hätten sie ihre Freiheit mal nicht aufgegeben. Das ist zu grausam. Ich würde nicht einmal ein Tier einem derart schrecklichen Schicksal überlassen. So, da sind wir. Würdet ihr mir etwas verraten, Morrigan? Habt ihr euer ganzes Leben in diesem Wald verbracht? Hin und... Ich mach's doch nochmal ein bisschen, ein klein wenig lauter. Das war mein Zuhause. Und ihr habt da allein mit eurer Mutter gelebt? Sonst war niemand da? Mutter hatte von Zeit zu Zeit Besuch. Was? Besuch? Will ich das überhaupt genauer wissen? Nein, ganz sicher nicht. Okay, ich steuere jetzt einfach mal die hier. Was auch immer ihr wünscht. Die kann den ganzen Kram sowieso aufmachen. Falls irgendwas verschlossen ist. Was mich so ein bisschen an Dragon Age stört, ist das Craft-System von dem Gift und sowas. Das finde ich ein bisschen beschissen gemacht. Deswegen werde ich das vielleicht auch gar nicht benutzen. Gucken wir mal. Jetzt nehme ich doch wieder meinen. Ey, der Zeiss ist zu unfähig, die Schlösser zu knacken. Die Stelle. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht mal den ganzen Codex-Krams durchlesen, aber ich glaube, das ist für die meisten eher uninteressant, ne? Ich persönlich finde Ferelden und das Setting in Dragon Age so extrem cool, dass ich gern mehr drüber wissen würde. Aber so viel zu lesen, was man findet. Ihr seid in den Turm zurückgekehrt? Warum haben die Templer euch durchgelassen? Wollt ihr uns warnen? Das war mein Zuhause. Ich wollte nur sehen, was hier abgeht. Euch liegt also immer noch etwas am Zirkel und dem Turm. Leider schwebt der Zirkel in ernster Gefahr. Tja, die Abscheulichkeiten und Dämonen. Ihr habt es also schon gehört. Ohne Warnung hätten die Templer euch auch wohl kaum durchgelassen. Die Templer haben die Türen verbarrikadiert und werden sie nur wieder öffnen, wenn sie uns angreifen wollen. Geschieht das etwa gerade? Macht ihr mal noch keine Sorgen, das Rest der Auflösung ist noch nicht angekommen. Aber sie haben es beantragt. Das hatte ich befürchtet. Was hätten sie sonst auch tun können? Gregor glaubt demnach, dass für den Zirkel keine Hoffnung mehr besteht. Vermutlich denkt er, wir wären bereits alle tot. Sie haben uns unserem Schicksal überlassen. Aber selbst eingesperrt in der Falle haben wir überlebt. Wenn sie allerdings das Recht umsetzen, werden wir uns nicht mehr behaupten können. Wir verschwenden die Zeit, während wir hier die Abscheulichkeiten töten könnten. Wenn ihr hier seid, um Abscheulichkeiten zu erschlagen, so lasst mich euch helfen. Ich habe eine Barriere zum Rest des Turms errichtet, damit nichts von innen die Kinder angreifen kann. Solange die Barriere besteht, könnt ihr den Turm nicht betreten. Aber wenn ihr mit mir gemeinsam den Zirkel rettet, werde ich sie bannen. Dann lass mich mal gucken. Was kann ich denn dir sagen? Okay, wir helfen dir natürlich. Ne? Ich bin Magier-Kollege. Sobald Gregor sieht, dass wir den Turm gesichert haben, wird er seine Männer bestimmt zurückrufen. Er ist durchaus vernünftig. Lass uns sofort anfangen.
Wir sollen dieser salbadernden Lehrerin helfen, diese jämmerlichen Hilfsmagier zu retten? Sie haben sich ohne Verstand zusammentreiben lassen, wie Vieh. Und wenn ihre Herren jetzt beschlossen haben, dass sie reif zum Schlachten sind, wüsste ich nicht, warum wir das verhindern sollten. Er ist wieder nett wie immer, ne? Die Morrige. Ja, wenn die Dinge anders gelaufen wären, hättest du eine von denen sein können. Dann hätte ich mich aber schon vor Jahren von der Spitze dieses Turms gestürzt. Ich würde meinen Körper und meinen Geist nie derart versklaven und entmenschlichen lassen. Tja, ich habe die Entscheidung getroffen, wir helfen hier. Wie ihr meint. Petra, auch wenn sie Kinnen, ablehnt. Kümmert euch um die anderen. Ich bin bald wieder zurück. Wynn, seid ihr dazu auch in der Lage? Ihr seid bereits schwer verwundet. Vielleicht sollte ich mitkommen. Die anderen brauchen euren Schutz dringender. Ich schaffe das schon. Bleibt hier bei ihnen. Sorgt für Sicherheit und Ruhe. Tja, lass uns losgehen, wir haben genug gequasselt, stimmt. Wenn ihr bereit seid, bereiten wir ihm jetzt ein Ende. Die muss jetzt auf jeden Fall mit. Das heißt, wir lassen die Morrigan mit zu Hause. Du kommst mit. Und der Alistair kommt mit. So, um ganz kurz auf die Fragen zurück. Also Dragon Age Inquisition oder Inquisition, whatever, werde ich auf jeden Fall spielen. Deswegen mache ich das eigentlich mit Dragon Age. Erster und zweiter Teil kommen dann auch noch vor dem dritten Teil. Den werden wir auch nochmal spielen. Dass ich so quasi ein Safe Game nochmal habe, ne? Das hat zwar keinen so großen Einfluss wie zum Beispiel im Mass Effect, aber trotzdem. Die Story nochmal durchspielen. Ich finde das Setting so genial von Ferelden. Und die Brille finde ich cool. Es ist jetzt nicht wirklich so störend, wie ich gedacht habe. Aber ich merke schon, dass mit dem Headset das nicht wirklich lange funktioniert. Also das drückt mir zu arg aufs Ohr, dass der Bügel, ne? Und der Bügel ist dazwischen. Das passt nicht wirklich. Es ist zwar tragbar, aber ich glaube, wenn ich das mal so ein paar Tage, ein paar Stunden mache, dann wird es wehtun. Definitiv. Dafür habe ich schon alle Add-ons und DLCs. Also Awakening habe ich für Origins und die ganzen anderen DLCs. Im Soldatengipfel waren wir ja schon das letzte Mal. Und wir können auch zurück nach Ostagar. Und den ganzen anderen Krams. Für Dragon Age 2 genauso. Ist alles schon am Start. Keine Angst. Aber die nehmen wir jetzt erstmal mit. Das ist doof, jetzt ist die, glaube ich, auch Heilerin. Genau, die ist auch Heilerin. Morrigan ist dagegen, minus 3. Oh mein Gott, Morrigan. Eigentlich wollte ich mich an die ranschmeißen, ne, an die Morrigan. Aber die ist überall dagegen. Weil ich weiß, ohne jetzt zu spoilern, ich weiß, dass ich gerne eine Entscheidung wählen würde später im Spiel, die ich so noch nie getroffen habe. Aber mehr verrate ich nicht. Winnie ist... Du bist Heiler? Du bist mal Heiler. Da kann ich ein bisschen Schaden machen. Da geht's dann durch. Okay, wir müssen auf jeden Fall auch den ersten Verzauberer finden. Den Irving. Wow! Dass der Gregor uns wieder durchlässt. Der braucht das okay von ihm. Wird erledigt. Komm schon. Was ist jetzt los? Ah, da. Da sind wir. Ich bin beinahe selbst überrascht, dass ich sie so lange aufrecht erhalten konnte. Ja, für auf was wart's denn? Weg damit! Seid auf alles vorbereitet. Ich weiß nicht, was für Bestien hinter der Barriere lauern. Seid ihr bereit? Ja. Also gut. Alle auf Posten. Gut, dass das Spiel mich erinnert, dass ich failen könnte. Okay.
Das war der Gruppenheal. Das war völlig für den Arsch. Wo kam das her? Wo kam das Feuer her? Aber ich muss sagen, Magia spielt sich doch recht cool. Also ich bin doch froh, dass das sollte kein Problem sein. Eben ich quasi dazu gedrängt habe, Magia zu spielen. Obwohl es gar nicht wollte. Natürlich. Ich empfand es am Anfang so ein bisschen wirklich träge, vor allen Dingen, weil man eben keine Zauber konnte. Aber jetzt caste ich sogar Gruppenheilung, wenn ich keine bräuchte. Lass mal gucken. Die Gruppenheilung muss hier weg. Sonst drücke ich die gleich wieder. Das muss hier. Ich muss mal probieren, hier einen zu zerschmettern. Erst mit eisiger Umarmung festzufrieren und dann zerschmettern mit der Faust. Die Steinfaust. Oh, da ist noch ein zerrissenes Buch. Neuer Kodex-Eintrag, die Wissenschaft der Beschwörung. Neue Quest, das die Wissenschaft der Beschwörung, okay. Ich glaube, da müssen wir. Oh mein Gott. Da müssen wir einfach nur noch mal mehr davon finden. Okay, der ist gefroren. Hat's was gebracht? Ich glaube nicht. Lass mich mal gucken, wo meine. Ich hab doch mein. Wo ist mein Feuerzauber eigentlich hin? Wo ist mein Feuerzauber hin? Oder habe ich den wieder abgewählt? Ich glaube, den kann ich gar nicht mehr, den Feuerzauber. Muss es gerade mal ein bisschen umdrehen. Okay, der erste ist weg. Und der niedere Dämon, auf den müssen wir uns drauf stürzen. Der castet nämlich den Flammen. Genau die. Genau die castet. Gott. Nein! Nein! Ich wollte die 4 drücken. Wie ihr wünscht. Neuer Codex-Eintrag. Wir kriegen lauter neue Codex-Einträge und deswegen würde ich extrem gern mehr drüber erfahren, aber das dauert ewig. Garantiert, die ganzen Codex-Einträge. Vielleicht machen wir da so ein Hörbuch draus, hä? Das Zeichen der Beschwörung. Wow. Okay. Passiert da noch was? Der Alistair ist einmal aufgestiegen. Wir kümmern uns zuerst mal um den Levelaufstieg von unserem Tank. Stärke! Und wir brauchen Verhöhen. Also skillen wir das mal. Verhöhen ist cool. Alistair, du machst dich! Du wirst noch zum passablen Tank. Okay. Oder ist sogar ein hoher Dämon des Zorns? Oder muss ich alles draufschmeißen? Oh, schnell, schnell.
Okay. Der wäre weg. Ich bin der perfekte Magier-Tank. Hey, das ist cool, wenn man zwei Heiler am Start hat. Explodiert hier alles ständig. Beschwörung der Vierten. Teil des Übungsbuchs eines Schülers. Okay. Wir nehmen alles mit. Können wir alles brauchen. Komme ich überhaupt dahinter? Na klar. Ach, das ist so ein das ist der Beschwörungskreis da. Ah, das ist ein Rätsel. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber wir haben keine Zeit für Rätsel. Wir müssen Abscheulichkeiten töten. Und bevor es jetzt weitergeht, nur mal ganz kurz. Es gibt in diesem Turm der Magie gibt es ein... Ja, ich erzähle es jetzt noch nicht. Später. Später. Da kommen wir ja noch hin. Wir kommen ja dazu. Owens Zimmer ist hier in der Nähe. Ich hoffe, es geht ihm gut. Oh, spürt ihr das? Es ist kälter hier oben. Habt ihr das gehört? In der Nähe ist irgendwas, glaube ich. Oh mein Gott, mach mir doch Schiss. Der Owain, das... Bitte geht nicht in den Lagerraum. Es herrscht völlige Unordnung und ich konnte ihn noch nicht vorzeigbar machen. What? Owain? Ja, ich bin's, Owain. Ihr erinnert euch. Ich wollte aufräumen, konnte aber nicht viel ausrichten. Es war der, der uns den Feuerstab am Anfang, glaube ich, vercheckt hat, ne? Habt ihr keine Angst vor den Abscheulichkeiten? Doch, ich kann mich nicht verteidigen. Und wenn mir eine begegnet, ist das mein Untergang. Ich wollte gehen, als es ruhiger wurde. Bin aber auf die Barriere gestoßen. Ich fand keinen anderen Ausweg, also kehrte ich zurück an die Arbeit. Oh, Wayne, ihr hättet etwas sagen sollen. Ich hätte die Tür für euch geöffnet. Der Lagerraum ist mir vertraut. Ich bin lieber hier. Okay. Freut mich, dass ihr wohl auf seid. Ich würde es vorziehen, nicht zu sterben. Und den Turm hätte ich auch gerne so wie vorher. Vielleicht kann uns Nile ja alle retten. Nile? Was hat denn der Kerl vor, der Nile? Das weiß ich nicht. Aber er war mit einigen anderen hier und hat die Litanei von Adrella mitgenommen. Aber das ist ein Schutz vor Gedankenkontrolle. Ist hier Blutmagie am Werk? Ich weiß es nicht. Nile war bei dem Treffen. Er weiß es sicher. Blutmagie. Das hatte ich befürchtet. Wir bekommen das schon in den Griff. Macht euch nicht in die Hose. Wir sollten Nile suchen. Mit der Litanei haben wir im Kampf gegen die Blutmagier zumindest eine Chance. Viel Glück. Vielleicht ist es bald vorbei und alles wird wieder so wie vorher. Lebt wohl. Tschüss. Ein Porträt mit Wasserflecken. Wir könnten es gebrauchen. Zeigt einen Mann im Pelz mit einer schweren Krone. Wir könnten ja mal versuchen, Geschenke auszuteilen. Ich habe sowieso mein Inventar voll. Guck mal, da ist noch ein Platz. Wo haben wir einen Plot-Gegenstände? Nee. Andere. Da, eine schicke Vase. Eine Stammeshalskette. Ein Wein. Oh mein Gott, wer braucht was? Die würde ich eigentlich gerne dem Stan geben, ne? Stammeshalskette für den Kunari. Eine Flasche Rotwein.
Die geben wir. Stopp. Ich muss den hier auswählen, der sie bekommt. Die geben wir ihr. Oh, wie lieb von euch. Oh, gern ich geschehen. Ich danke euch sehr. Gern geschehen. Ein Porträt mit Wasserflecken bekommt die Morrigan. Vielleicht mag sie uns dann. Da, die ist gar nicht dabei. Okay, dann bekommt sie es eben nicht. Pech gehabt. Was tun wir eigentlich? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Still, alle beide. Ich habe etwas gehört. Haltet die Augen offen. Feinde nähern sich. Selbstverständlich. Ach, das sind... Lol, das sind die Blutmagier-Anfänger. Ja. Oh. Warum widerstehst du mir? Okay, so geht's. Steinfaust ist ziemlich genial. Ist vor allen Dingen ziemlich OP genial, weil die noch umschmeißt. Ein weiterer Punkt für mich. Bitte, bitte tötet mich nicht. Töte mich nicht? What the fuck? Auch eure Opfer wollten nicht sterben. Ich weiß, ich habe kein Recht, Gnade zu erbitten. Aber ich wollte keinesfalls Tod und Zerstörung auslösen. Wir wollten uns nur befreien. Aldred sagte, der Zirkel unterstütze Loghain. Und der würde uns helfen, uns von der Kirche zu lösen. Wisst ihr nicht mehr, wie es ist, hier zu leben? Wie die Templer immer alles beobachten. Immer. Genug mit dem Selbstmitleid. Sterbt für eure Verbrechen. Nein, nein, bitte. Ha, Dankeschön fürs Level. Eine Rose von Allee. Ach, wie hübsch die Rose ist, hm? Ich weiß schon, ich kann vermuten, wer die braucht. Wir kümmern uns jetzt erst um unser Level. Hier Magie. Wiederbelebung wäre cool. Erdbeben. Der Zaubernde zerreißt die Erde und verursacht ein gewaltiges Beben, das alle Ziele im Wirkungsbereich zu Boden wirft. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Oder Kältekegel. Die werden tiefgefroren. Die können durch einen kritischen Treffer zerschmettert werden. Dann nehmen wir das. Oh, das brauchen wir auch noch hier. Den Hot. Den Healing Overtime Regeneration. Nehmen wir erst Regeneration. Das Wichtige. So. Und die Rose von Orlais, die willst du bestimmt haben. Pass auf. Da sind wir die auch gleich wieder los. Da. Oh, wie lieb von euch. Ich danke euch sehr. Bitteschön. Stopp. So. Und jetzt müssen wir hier hin. Nach oben. Oh. Jetzt wäre ich froh gewesen, ich hätte hier den Kältekegel genommen, ne? Das ist immer so. Aber das ist so genial, die Steinfaust. Die geht ab wie Tief. Der Erbauer
Ich glaube, wenn ich besser fokussieren würde, würden die auch schneller umfallen. Aber okay. Wer steht da? Da steht jemand. Das sollte kein Problem sein. Oh mein Gott. War da wieder so ein Feuerdämon? Nee. Ha! Keine Chance. Da ist so viel Mist. Wird erledigt. Der Schrank scheint leicht zu vibrieren. Du hörst von drin ein leises Wimmern. Wir treten die Tür auf. Ohne Füße. Bitte tut mir nichts. Ich bin ein Niemand, völlig unwichtig. Aber ich will nicht sterben. Oh, Erbauer! Jämmerlicher Narr, warum soll ich euch nicht sofort beseitigen? Weil ich mir sonst in die Hosen mache. Wirklich? Ihr seid lustig. Was ist denn daran lustig? Ich bin zu Tode erschrocken. Da waren diese Dämonen und dann... Ihr... Danke. Dann kann ich jetzt wohl aufatmen. Godwin, Magier beim Zirkel von Ferelden, zu euren Diensten. Okay, du bist frei. Deswegen sind wir ja hier reingekommen. Ne? Wir müssen mir ja erstmal ein bisschen Angst machen. Freut mich, euch kennenzulernen. Nicht so sehr, wie ich über euer Eintreffen erfreut bin. Überall waren Dämonen, die mir den Ausgang versperrten. Ich dachte, es sei am besten, mich irgendwo zu verstecken und mucksmäuschen still zu bleiben. Ich will irgendwo in Sicherheit sein. Vorläufig bleibe ich einfach hier oder ich gehe wieder zurück in meinen Schrank. Das klingt nach einer guten Idee. Geh in den Schrank zurück. Nochmals danke, dass ihr mich gerettet habt. Vielleicht sehen wir uns unter weniger lebensbedrohlichen Umständen wieder. Okay. Lasset uns gucken. Nach dieser Truhe dort. Das nehmen wir mit, die Dokumente nicht. Ihr wagt es, mich zu bezaubern zu wollen. Okay, erster ist weg. Erster ist umgefallen. Ich glaube, die explodieren, nachdem sie... Oh, das ist ja OP. Der ist cool, der Gürtel. Der ist doch für unser Ding wie perfekt geeignet. Hier, für dich da. Alistair, du hast noch keinen Gürtel an. Noch kein... Doch. Aber noch keinen Helm hat er, der arme Kerl. Warum vergesse ich das eigentlich? Ich glaube, ich habe nur noch nicht nachgeschaut. Okay, jetzt kann er auch die Schuhe anziehen vom Soldatengipfel. Oh, cool. Die Brust. Jetzt macht er was her, ne? Aber ich glaube, da gab es noch irgendwas. Warden Commanders? Oder doch nicht? Okay, und den Helm. Oh, ist er nicht. Jetzt sieht er schon passabler aus. Zwar nicht wirklich wie ein Templer, aber okay. Was haben wir noch? Handschuhe bräuchte ich noch. Eine Kappe.
Oh. Ein Conehead. Wer kennt sie, die Coneheads? Lederstiefel? Ich hab Stiefel an. Du bist mir jetzt erstmal relativ eck. Du kannst hier die Lederstiefel anziehen, genau. Und hier irgend so eine. Ne, ey, die hat eine coole Rube. Du. Die Kunari-Kappe. Die ist schicke. Oh, ist die kleidsam. Okay, Alistair. Jetzt lasst weiter gucken. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Na klar. Mir passiert es übrigens ständig, dass ich auf H aus Versehen drücke und dann hält die Gruppe an und bleibt hier einfach stehen. Okay, nächste Räumlichkeiten. Da sind bestimmt auch welche drin. Ah, da, der niedere Dämon des Zorns. Auf ihn! Ja, so. Ich glaube, die hat auch gut reingeknallt, die Liliana. Der war eben ziemlich schnell weg, der erste. Wie ihr wünscht. Okay, da geht's durch. Da können wir aber nicht rein. Oh. Das war die Tür, wo wir am Anfang waren. Genau, hier mit den Spinnen. Ich erinnere mich. Ich kann mich erinnern. Armer Templer. Oh mein Gott, Templerrüstung. Jetzt habe ich ihn gerade das neue. Jetzt habe ich ihn gerade neu eingekleidet. Amulett der Kirche. Das ist auf jeden Fall für den Alistair. Jetzt habe ich ihn gerade neu eingekleidet. Und jetzt kriegen wir schon wieder Templerrüstung. Für den Templer. Lass mal gucken. Das sieht bestimmt genial aus. Templer? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die wirklich besser sind. Oh, doch. 25 Zauberresistenz, 25 Ausdauer. Was ist das nächste? Hier, 20 Zauberresistenz, 3 Rüstung. Wer hat noch ein Templer? Schild, oder? Ich glaube nicht. Anscheinend nicht. Das Warden, den Warden-Kram, den kann aber trotzdem der Stan dann anziehen. So, hier das gibt's. Alles muss jemand ungemein Wichtigem gehört haben. Das ist Irvings Arbeitszimmer. Ich hatte fast erwartet, ihn hier zu finden, aber da habe ich mir wohl zu viel erhofft. Tja, so leicht ist es nicht. Kleine bemalte Schachtel. Was auch immer die mir bringen mag. Wie ihr wünscht. Ja, komm, lassen wir da. Einmal scheiße aussehen reicht. Mit meiner Kopfbedeckung. Nein! Fähigkeit unzureichend. Vielleicht für die. Oh, das schwarze Zauberbuch. Ein schweres Zauberbuch in schwarzes Leder gebunden. Morrigan würde bestimmt gern einen Blick drauf werfen. Okay, da haben wir was, um uns mit Morrigan wieder gut zu stellen. Und ein Mage's Eye. Oh mein Gott.
Ich glaube, der ist ziemlich genial. Wir müssen jetzt irgendwas wegwerfen. Was werfen wir denn weg? Hier, Elfenpflanze. Whatever. Weg damit. So, lass gucken. Ah, den kannst du noch gar nicht anziehen. Den anderen kannst du auch nicht anziehen hier. Ich glaube, die sind bestimmt vergleichbar gut. Mage's Eye. 9,6 Schaden. Der auch 9,6, okay. So, dritte Ebene. Alle sind fort. Oder tot. Oder beides. Das Schlimmste. Habt ihr auch das Gefühl, dass es schlimmer wird, je weiter wir nach oben vordringen? Mir gefällt es hier nicht. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Okay. Das sind auch im Stream. Da bist du beobachtet. Ne? Sie wird beobachtet. So, oh, große Halle. Große Halle ist große Kampffläche. Schriftrolle von Bannerstor. Oh mein Gott. Statue mit einem Symbol. Natürlich. Ah, oh, das ist auch wieder ein Rätsel. Aber wir haben keine Zeit für. Vorsicht vor den Dämonen! Wow. Für irgendwelche Rätsel. Hier auf den. Okay, da kommt noch mehr. Ich muss zum Alistair mit der bedrohlichen Präsenz da. Wow! Ey, mein Gott, der arkane Schrecken. Wer ist tot? Die Liliana ist tot. Okay. Gruppenheilung for the win. Sogar zweimal. Oh, den müssen wir umhauen. Der ist böse. Und du musst dich heilen. Und du musst ihn heilen. Wir müssen alle heilen. Mein Gott, das ist Action. Okay, Alistair kriegt den Hot von dir. Kriegt auch mal hier so ein Lyrium-Trank. Oh, das wird scheiße knapp. Jetzt wo? Jetzt ist eigentlich der einzige echte Schadensausteiler tot, die Liliana. Okay. Der widersteht auch noch. Was ein Drecksack. Der widersteht schon wieder. Oh, weg ist er. Oh mein Gott. Der Große ist tot. Yay! Yeah.
War es das? Oder kommen noch mehr? Oder da hinten ist noch einer. Das war's. Da ist doch keiner mehr. Okay, da ist wirklich keiner mehr. Jedes Mal, wenn die sofort sich hinschreit. Krischplack. Jedes Mal. Wird erledigt. Das war der Google. Der besonders hübsche. Okay. Nächste Runde. Oh, wer ist da in eine Falle getreten? Nein, die Heilerin! Das hat gerade noch gefehlt. Okay, wir hauen zuerst den an und um. Das ist kein Zauberer da. Doch da! Eben kommt er. Da müssen wir zuerst auf den. Los! Da ist noch einer. Oh shit. Deswegen fressen die auch so viel Schaden. Jetzt ist nicht mehr gefährlich. Eine Steinsalve? Erhöhe die Rüstung. Den brauchen wir aber nicht wirklich. Ich hab so geiles Equipment. Hier geht's rum. Müssen wir wirklich hier rum? Moment, wir sind doch von hier gekommen. Second Level. Wir müssen nach oben. Wir müssen hier gar nicht entlang. Wir machen trotzdem die Räume sauber. Wir müssen gucken. Ein Possessed Templar. Was heißt Possessed? Mag mir so spontan mal gar nicht einfallen. Normalerweise ist das ist für mich auch unverständlich, müsste jeder Templer hier sein komplettes Equipment, da haben wir es, sein komplettes Equipment mit dabei haben, ne? Beziehungsweise loopbar sein. Wir löschen das Ganze jetzt, ich will das ganzen Kram hier nicht. Deswegen, das ist auch nur der Krams, der einem das Inventar zumüllt. Ja, normalerweise müsste jeder Templer so ein komplettes Equipment-Set zum Plündern dabei haben. Die haben es ja auch an. Warum soll es da nicht mitnehmen können? Wie in Skyrim. Da kannst du auch komplett nackt machen. Die anderen. So, jetzt kriegst du dein restliches Gear. Ein Helm? Boah! Alistair, du siehst cool aus. Ein Schild? War das gut? Ich glaube, das ist der zauberresistente Kell.
ever. Gibt's hier was? Fünf Seiten, 4 Mark hier.